Jo, dann gucken wir doch mal, was die Eisenkiste sagt. Die Eisenkiste sagt, ich halte noch eine Weile. Ja, ich habe keine Ausrede mehr. Ich dachte mir, okay, lauf vielleicht nochmal nach oben, wieder nach unten oder so, aber nee. Ich werde jetzt mit meinem treuen Wagen und ganz vielen Repair Packs versuchen, die Basis kaputt zu machen. Warum kommt ihr da nicht an? Weil das nicht in der Reichweite der Roboports ist. Okay. Kann ich den Befehl hier irgendwie aufheben? Rechte Maustaste? Nee. Sehr komisch. Und ja, ich habe eine kleine Ablenkung gefunden. Ich mache ganz kurz die Bäume hier weg. Außerdem wird es eh gerade dunkel. Dunkel ist doof mit Autofahren und so. Holze ich nur meine eigenen Sachen um. Also was kann ich noch Produktives in der Basis machen, bevor ich da hochfahre? Öl geht so. Mauern kommen mit. Petroleumgas ist voll. Leichtöl ist fast nicht vorhanden. Brennstoffblöcke aber noch mehr als genug. Lubricants sind die Tanks voll. Das ist gut. Schön viele rote Engines für schön viele Roboter. Blaue Chips sammeln sich auch. Also die 100 blauen Chips für eine Power Armor sind gar nicht so weit weg. Ich guck mal ganz kurz. Da. 100 blaue Chips, 30 rote Engines. Ja, das ist alles super machbar. Gib mal her. Nehme ich auch gleich davon ein Stack mit. Achso, und die Alien-Artefakte. Jetzt sag mir bitte nicht, ich habe alle Alien-Artefakte. Nee, ich habe extra. Der Gerogon der Vergangenheit war schlau. Der hat extra die Alien-Artefakte vor mir versteckt. Das ist sehr gut. Sehr gut gemacht. Da. Okay. Die bleiben auch schön da drin. Warte mal, ich tue mal hier die Sachen rein, die ich brauche für die MK. Nee, für die ganz normale Power-Rüstung. So, da rein. Und lila Tränke hier. Zack, zack. Blaue Tränke sind immer noch ein Problem. Ja. Also ich sollte dem ganzen Prozess hier ein wenig Zeit geben, aufzuholen. Wir haben das ja theoretisch gerade eben erst gefixt alles. Es hängt an den roten Chips und die roten Chips sind ein bisschen zu langsam. Okay, haben wir noch eine MK2-Fabrik, wollte ich gerade sagen. Aber wir kriegen gleich MK3-Fabriken, ne? Dann warte ich doch ganz kurz. Ja, jetzt. Brauche allerdings zwei blaue Chips, aber auf zwei Chips können wir, glaube ich, gut verzichten. Crafting Speed 1,5. Wie schnell war das da? 1,25. Ja, Also ist nicht so wirklich viel schneller, aber es hat eventuell mehr Slots. Module oder dergleichen. Was hätten wir da? 1,75. Es geht ja. Also die Sprünge von MK4 auf MK5 oder MK6 scheinen nicht so groß zu sein. Auch die Science Packs gehen eigentlich. Aber Piu Piu ist momentan, glaube ich, wichtiger. Zumal ich nicht weiß, wann, wie schnell ich die besseren Türme bekomme. Und die Upgrades hier zählen ja auch für die besseren Türme. MK2-Armor, da brauchen wir schon die Speed-Module. Die können wir aber... Können wir die schon? Nee, können wir noch nicht. Die kosten jeweils 300. Sniper-Turret. Das klingt sehr praktisch. Hat allerdings gar keine Forschung, die das irgendwie verbessert. Aber ich denke, wenn wir später unsere 5 Reihen Lasertürme aufstellen müssen, um die Gegner knacken zu können, sind die Sniper-Turrets dann eine echte Hilfe. Wie viel kostest du? 250. Wie viel kostest du in der Herstellung? Viel Stahl, viele rote Chips, ein paar lila Chips und ein Sniper-Rifle. Ah, das hab ich. Das hab ich. Logistic Robot Speed. Kostet nicht so viel, dauert nicht so lange. Mach das erstmal bitte. So, und ich baue jetzt mal mit Eisenplatten hier. Ja. Und ein paar blauen Chips, die wir von oben mopsen. Das waren, glaube ich, zwei. Eins, zwei.
eine blaue Speedfabrik. Das ist ein ganz schöner Rattenschwanz, den sie abklappern müssen, um das eine Ding da zu bauen. Aber ich denke, das ist eine gute Entscheidung. Und, also ich wollte gerade sagen, ist schon wieder Tag, aber nee, es ist, das Licht ist noch super. Okay. Genau. Nicht bei den Tränken, sondern hier bei den roten Chips. Da bräuchte ich eigentlich sogar zwei von, ne? Hm? Ja, bräuchte ich. Ja, gut. Erstmal eine und dann gucken wir weiter. Du hast schon zwei Speedmodule MK2 drin. Du hast noch keine MK2 Speedmodule. Gib mal zwei davon her. Und mach dann aus den zwei mit noch mehr Stahl. Wo versteckt sich der Stahl? Da. Ach stimmt. Stahl war auch noch so ein Problem, was ich eigentlich bald gerne ganz behoben hätte. Also wir könnten Electric Furnace MK3 und MK4 erforschen. So, nochmal bitte. Oh, du brauchst die Speed-Module, um das Ding zu bauen. Das habe ich ganz vergessen. Also wir hätten ruhig ein paar mehr mitnehmen können, um das Crafting hier zu entlasten, aber sei es drum. Ich nehme, glaube ich, einfach mal die Speed-Module. Nee. Lass sie da drin. Oh, der Schritt hier scheint einfach zu sein. Zeig mir mal ganz kurz bitte die Fabrik. Sie braucht eine gelbe. Das ist okay. Sie braucht ein bisschen Stahl und die zwei blauen Chips. Aber guckt euch mal die Zeit an. Die steht oben drüber, über der gelben Fabrik. Einfach nur 5 Zeiteinheiten. Oh, die hier braucht 0,5. Ich hab da irgendwie 0,5. 8. Okay, rote Chips brauchen lange. Blaue Chips brauchen noch viel länger. Gut, gucken wir mal. Du, obere Fabrik, wirst jetzt ganz schnell gemacht. Bam. Und das bringt absolut nichts, weil du keinen Kupfer hast. Warum hast du keinen Kupfer? Sprich jetzt oder schweige auf immer. Da, weil gar kein... Was? Da unten kommt der Draht raus. Du, was? Oh. Das... Hä? Die Fabrik konnte die ganze Zeit über gar keine Dingens bekommen. Warte mal, tausch das mal um. Ja, das macht viel mehr Sinn. Draht kommt ganz langsam an. Das ist nicht gut. Die Fabrik bekommt nicht schnell genug Draht. Kommt die hier schneller Draht? Ja, nicht wirklich. Deswegen den doofen langen Ärmchen hier zu langsam sind. Okay, das heißt, ihr müsst in die Richtung weiter forschen. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Ich müsste eigentlich das ganze Setup hier umbauen und ich müsste dafür sorgen, dass mehr Draht unten ankommt. Wobei, die arbeiten schon ziemlich flott hier. Das heißt, wir bräuchten hier schnellere Fließbänder. Ja, aber die Sonne geht auf. Wir wollten Aliens töten, das machen wir jetzt auch. Aber das muss im Auge geblieben werden. Dass wir immer schön so roten Schiss bekommen. Also, Plan ist jetzt, setz das Auto hin, setz mich ins Auto rein und versuche dann erstmal was in den Kommentaren stand. Nämlich, dass man das Auto auch von innen quasi reparieren kann. Man muss nicht dazu aussteigen. Und das klingt schon mal sehr praktisch. So. Auto. Auto. Schön weit weg von allem, was man kaputt machen könnte. Da. Oh, Brennstoff. Ja, hier. Ja. Einsteigen. Nö, geh nicht. Also vielleicht geht's mit dem Vanilla-Auto. Mit dem Auto hier geht's nicht. Also aussteigen, reparieren. Schade, schade. Wäre auch ein bisschen zu überpowered gewesen.
Dann könnte man theoretisch das Tool die ganze Zeit in der Hand halten und wahllos hin und her fahren. Sachen kaputt holzen und sobald man zu viel Schaden genommen hat, fliegt man einfach. So. Also, die Überreste von der Basis da wollten wir zerstören. Also fahre ich einmal hier raus. Bleib hier stehen, repariere ich hier noch einmal neu, weil das sind echt viele Würmer da. Ich sehe viele große Würmer, vier kleine und schön viele Artefakte. 2400, 2500, okay, rein da. Lauf. Ich habe einen kleinen Wurm gekillt. Zwei kleine Würmer. Und erstmal reparieren. Ist ja keine Eile. So. Und irgendwie ist das ein bisschen komisch. Also beim ersten Ram waren die kleinen Würmer fast tot. Und dann beim... Was war das? Wie, wo, was? Achso, das war die Warnung. Weil wir gerade angegriffen wurden. Okay. Also beim ersten Ram kriegen die richtig schön viel Schaden. Was ja auch Sinn macht, weil recht viel kinetische Energie dahinter sitzt. Aber wenn man dann dagegen drückt und fährt, kriegen sie auch noch Schaden, aber sehr langsam. Das heißt, eine bessere Taktik wäre wahrscheinlich gegenfahren. Zurück, wieder gegenfahren. Wuff, wuff. Oh. Oder die... Ah. Das Spiel kann nicht ordentlich damit umgehen, dass so viel Schaden auf einmal gemacht wird. Also, wir one-hitten die fast. Also, wir one-hitten sie eigentlich. Sie sind tot. Sie wissen es nur noch nicht. Das heißt, sobald ich lange noch gegenfahre oder wegfahre, dann erst aktualisiert sich die Todesanimation, die kippen um. Okay. Also das ging wesentlich einfacher als gedacht und ich habe keine Repair-Packs mehr. Ich habe bestimmt noch nicht alles dabei, um die herzustellen. Richtig. Aber, Basis gesichert, wir haben Alien-Artefakte. Und Ruby. Da lang. Da durch. So, nicht die großen Masten umholzen und dich parken wir hier, auf dass du repariert wirst. Und wir holen uns Eisenzahn wieder. Oder Eisen. Ja, komm, wir reparieren uns doch nicht hier. Ding. Wir fahren jetzt einfach zur anderen Basis, zur Erz-1-Basis. Holen da Erz und während wir hin und her fahren, stellen wir selber ein paar Zahnräder her. Ja. Theoretisch könnte ich dann da oben auch mal probieren, die Basen wegzuholzen. Aber die sehen echt garstig aus, da oben, die Basen. Vor allem habe ich den Verdacht, dass da bald noch bessere Beißer auftauchen. Diese Titanbeißer. Oh. Ja, einmal falsch geklickt und schon ist alles vorbei. Bitte einmal reparieren und neu aufbauen. Danke. Ich hätte gern euer Eisen. Ich hätte gern Repair Packs. Oh. Das da. Ich sehe Treibstoffmangel, aber das wird nur sein, weil die Umverteilung doof ist. Genau, der hier hinten ist fast voll. Mit komischem Zeug. Ja, obwohl. Wird doch langsam alles verbraucht. Okay. Beim nächsten Trip soll ich das mitnehmen. Und da liegen Edelsteine auf dem Boden rum. Geht ja mal gar nicht. Gib mal her. Und ich kann sie nicht durch die Mauer hin aufnehmen. Aber das macht Sinn. So. Zu. Und, na, das ist gar nicht so viel Eisen, wie ich dachte. Habe ich alles mitgenommen? 30. Ah, nee, da sind noch mehr. Sehr gut. Schon viel besser. Okay. Ihr habt alle noch sehr schön viel Eisen drunter. Das heißt, also, ich finde es nicht schön, dass ich jetzt die Produktivitätsmodule rausnehmen muss. Aber ich denke, es ist langfristig für uns besser, dass wir überleben, als dass wir einen Ticken mehr Eisen haben. Zumal wir jetzt hier Zugang zu den beiden Eisenfeldern haben. Also schmeiße ich jetzt die alle raus. Das heißt, wir haben 30% weniger Erz. Aber dafür haben wir dann hoffentlich weniger Smog.
Auch wenn das eine Weile dauern wird, sich zu aktualisieren. Aber okay. M.